habe die App jetzt hier schon geladen am Handy und jetzt drücke ich einfach mal auf Clean und dann schauen wir mal, was passiert. Um dem Kleinen aber jetzt mal eine richtige Herausforderung geben zu können, habe ich hier mal ein Feld aufgetaped, sage ich jetzt mal. Das ist ganz einfaches Maler-Tapezierband in der Länge von 1,50 Meter, Breite 1 Meter. Und da habe ich hier ein bisschen Blumenerde reingetan, ein bisschen Blumenerde, ein paar Tierhaare. Tja, und dann lassen wir ihn doch jetzt mal laufen. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie lang braucht der Roomba, um diese Fläche zu reinigen. Die Stoppuhr läuft und wir lassen ihn fahren. Ihr seht, er fährt über den Dreck und fährt jetzt wieder zurück, weil er wohl gemerkt hat, oh, da ist ganz viel Dreck, da müssen wir ein bisschen sauberer machen. Finde ich eigentlich eine sehr gute Funktion, wenn er merkt, dass da mehr Dreck ist. Wir kommen auf eine Zeit von 6 Minuten 32 Sekunden. So, dann wollen wir doch mal schauen, was unsere beiden Roboter alles aufgesaugt haben. Fangen wir an mit unserem D-Bot, der unser eigen ist. Dazu nehmen wir hier den Wassertank raus. Nein, nehmen wir nicht. Ihr seht, ich nutze den nicht ganz so oft. Der D-Bot hat seine Klappe nämlich hier. Dazu nehmen wir das raus. Fahren den mal an die Seite und machen hier ein Häufchen. ja. Wir kippen das mal hier hin. So. Das sieht doch schon, also Haare und. So, und jetzt schauen wir mal, was der Roomba geschafft hat. Das klappen wir hier auf und kippen das hier aus. Und machen den aber auch wieder direkt zu. Gleiche Laufzeit in der Küche, den Dreck verteilt. Und ihr seht, der Roomba hat ein wenig mehr, zumindest optisch ein wenig mehr Dreck. Also ich finde, als Saugroboter ist der Roomba jetzt nicht unbedingt schlecht. Er hat, wie alle Saugroboter, glaube ich, allerdings noch ein paar Probleme. Jeder Roboter hat so seine Vor- und Nachteile. Der D-Bot hier zum Beispiel, der hätte noch eine Wischfunktion, was der Roomba nicht hat. Dafür fährt der Roomba bei dreckigen Sachen mehrfach drüber. Ja, was kann man noch sagen? Die Saugleistung ist natürlich, wenn man das hier so sieht, wesentlich besser. Zweiter Teil im Härtetest. Kampf der Roboter. Ja, kleiner Hinweis zum Versuchsaufbau. Ich sitze hier in unserem Flur. Der ist 8 Quadratmeter groß, circa. Werde hier eine kleine Dessertschüssel voller Dreck einfach mal so verteilen und dann die Roboter gegeneinander bzw. nacheinander antreten lassen. Ein kleines Hindernis habe ich noch eingebaut, und zwar hier so ein Türstopper, wiegt um die 5 Kilo. Den stelle ich jetzt einfach mal hin. Der soll nämlich simulieren, ihr seht, er steht hier schön mittig in der Fliese, der soll simulieren eine große Vase oder sonst irgendwas, was der Roboter nicht unbedingt umfahren sollte, weil dann könnten ja Dinge kaputt gehen.
Ich verteile jetzt den Dreck und dann lassen wir ihn los. Das hier ist der Dreckhaufen, den der iRobot übergelassen hat und den ich jetzt zusammengefegt habe, damit ihr mal sehen könnt, was hier in diesen 8 Quadratmeter noch lag. Kommen wir jetzt zum ultimativen Battle. Der iRobot gegen den D-Bot. Auch jetzt wird wieder die Schüssel voll Dreck hier verteilt und dann lassen wir beide gleichzeitig fahren. Und mal gucken, wer eher aufgibt, wer eher an seine Ladestation fährt oder sonst irgendwas. Die Behälter sollten das jetzt auf jeden Fall schaffen, weil jetzt sind sie zu zweit. Und dann wollen wir mal schauen, was hier das Ergebnis ist.
Roboter 8 Quadratmeter Battle. Ja, wer hat jetzt gewonnen? Ist schwer zu sagen. Also, und mein Fazit ist, dass der D-Bot zwar etwas ordentlicher saugt und ein bisschen systematischer abfährt, aber der D-Bot hat nach ein paar Minuten, ich glaube nach 16, das Bild zeige ich euch gleich, den Screenshot vom Handy, den zeige ich euch hier gleich, hat der D-Bot gesagt, okay, hier ist sauber und hat aufgehört, während der Roomba dann noch weitergefahren ist. Der Roomba allerdings, naja, er fährt ziemlich schnell, hat den Nachteil mit der einen Bürste, dadurch verteilt er den Dreck teilweise wieder da, wo er schon gesaugt hat. Beide haben Vor- und Nachteile. Ich mag unseren D-Bot, weil der hat auch noch eine zusätzliche Wischfunktion. Was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist das, was hier übergeblieben ist. Ich habe hier vorhin mal kurz zusammengefegt und das haben die beiden noch übergelassen. Selbst zwei Roboter haben es also nicht geschafft, diese 8 Quadratmeter hier richtig schön sauber zu machen. Schauen wir uns doch mal an, was in den einzelnen Behältern drin ist. Vielleicht gibt das ja noch ein bisschen Aufschluss. Also, ich würde sagen, der D-Bot hat etwas mehr aufgesaugt, hat aber wie gesagt auch eher aufgehört. Letztendlich vergebe ich jetzt einen Pokal oder nicht? Beide kriegen einen Pokal. Wie gesagt, ich mag den D-Bot, der kriegt den Platz 1. Aber der iRobot, er ist nicht schlecht, aber ich finde, er ist zu ungestüm. Und von daher kriegt er nur den kleinen Pokal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch und abonniert uns. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Und ja, Infos und Produktbeschreibung gibt es wie immer unten in den Kommentaren. Mein Fazit ist also, zwei Roboter ersetzen nicht eine Anja.